Hallo, hier ist Irina von Mamiso und hier ein müdes und erschöpftes Video von mir. Nein, es ist aktuell 21:05 Uhr und heute ist Tag 1 von unserem Projekt Durchschlafen ohne Schreien und ohne Weinen. Ich bin Serena von Mamiso und hier ein eher persönliches Video heute, und zwar wie wir versuchen, unserer Tochter beizubringen, durchzuschlafen oder zumindest länger zu schlafen als wir jetzt aktuell 3 Stunden am Stück. Ich bin ungeschminkt und ziemlich müde, aber ich werde das jetzt trotzdem machen. Heute ist Tag 1 und wir kommen gerade aus dem Urlaub zurück und sie hat recht brav geschlafen in dem Beistellbett bzw. in dem getrennten Bett im Hotel. Und wir haben uns gedacht, wenn wir das jetzt machen wollen, dann müssen wir das jetzt machen. Und sie ist jetzt fast 13 Monate alt. Sie ist im Dezember ein Jahr geworden. Und wir sind jetzt mehr oder weniger gerade am Abstillen, aber man muss dazu sagen, wirklich sehr natürlich, sehr sanft, ohne viel Schreien oder Verwehren oder ähnliches. Also sie ist da ganz, ganz smooth, sage ich jetzt mal. Ich sage jetzt mal, worum wir das ändern möchten und wie unsere aktuellen Nächte ausgesehen haben. Und zwar fast immer, seit sie auf der Welt ist. Das habe ich mir jetzt aufgeschrieben, damit ich ja nichts vergesse, ja? So. Und zwar, normalerweise gehen wir zwischen 18:30 Uhr und 19 Uhr ins Bett. Das ist ganz normal. Vorher baden wir und lesen wir eine Geschichte mit dem großen Bruder. Dann schläft sie normalerweise mit dem Stillen ein, oder ich schaffe es, dass sie sehr müde sich auf die Seite dreht oder auf den Bauch dreht. Und dann schläft sie. Hoffentlich. Wenn gerade keine Zähne oder irgendeine Krankheit oder Schnupfnase den Schlaf stören. Das erste Mal wach, also 19 Uhr schläft sie ein, das erste Mal wach wird sie durchschnittlich um 10, also um 22 Uhr. Das ist schon seit ihrer Geburt so, dass sie abends um 10 wach wird. Das ist ihre innere Uhr anscheinend, ja? Man kann recht gut die Uhr danach stellen. Das zweite Mal um 23 Uhr spätestens, das heißt, dazwischen liegen maximal 1 Stunde. Meistens gehe ich dann spätestens um 23 Uhr schlafen, weil ich sowieso keine Kraft mehr habe. Und ja, dann stillen wir, bis wir beide einschlafen, weil es stört mich, an sich stört mich das Stillen überhaupt nicht. Ich habe auch nicht das Bedürfnis, dass ich sie weglegen muss, aber ja, aktuell ergibt sich's einfach gut und deswegen wollen wir versuchen, dass sie mal länger am Stück schläft, im besten Fall in ihrem eigenen Bett, aber in unserem Zimmer. Das dritte Mal wach wird sie um 1 Uhr, dann stehen wir wieder um 2:20 Uhr, um 4 Uhr und um 5:30 Uhr oder 6 Uhr. Das wären dann 6 Mal die Nacht. Und das ist eine gute Nacht. Also Maximum 3 Stunden, das eher nur in der ersten Nachthälfte. Und ja. Viele werden sich jetzt fragen, oh mein Gott, wie hältst du das aus? Pff, keine Ahnung. Funktioniert noch, ist nicht so schlimm. Der Körper gewöhnt sich an einiges. Das passt schon. Aber natürlich würde ich mich auch mal freuen, jetzt langsam nach einem Jahr wieder mehr als 3 Stunden am Stück zu schlafen. Zudem ich ja die ersten 3 Stunden des Abends, also von 7 bis 10, selbst meistens nicht im Bett bin, sondern duschen muss oder irgendwas anderes machen muss. Und deswegen ergibt sich die Situation ganz gut und wir werden es jetzt einfach versuchen. Gut, neues Setup, neuer Plan. Heute Tag 1, direkt zurück vom Thermenurlaub. Wir haben jetzt statt dem Beistellbett, also diese Baby Bay, wir haben die von Chico gehabt, dieses Next to Me. Das war toll für die erste Zeit. Leider kann sie jetzt aufstehen.
Beziehungsweise steht sie jetzt regelmäßig auf, auch wenn sie müde ist, wenn sie sich erschreckt, dann steht sie sofort auf. Und das ist eher schlecht, wenn das Beistellbett nicht so hoch umzäunt ist, sozusagen. Und wir haben das jetzt geändert. Und zwar nicht auf ein normales Gitterbett, sondern aktuell auf ein Reisegitterbett. Weil wir haben ein Gitterbett im Kinderzimmer stehen beim großen Bruder, aber wir wollen ihn jetzt nicht nachts auch noch rauswecken oder ja, stören. Und wir werden es jetzt einfach mal so probieren, dass sie gemütlich in dem Bett schläft. Und wenn das funktioniert und die Situation passt, dann werden wir sie zusammen ins Zimmer legen. Heute, jetzt ist 21:11 Uhr. Sie schläft seit circa 1,5 Stunden, ein bisschen mehr schon. Sie ist dazwischen zweimal aufgewacht und hat ein bisschen geraunzt, aber wirklich nur so, wo bin ich? Hat sich umgedreht und hat weitergeschlafen. Ich bin auch gar nicht reingegangen. Sie hat nicht geweint oder irgendwas. Und ich werde jetzt einfach mal warten, wie lange sie heute aushält. Und ja, also hoffen wir, dass es in den nächsten Tagen und Wochen endlich mal 3 oder mehr Stunden werden. Aktuell machen wir das so, dass sie jetzt nicht mehr nur alleine gestillt wird. Untertags ist sie ganz brav BLW, also wir praktizieren BLW, das bedeutet Baby-led Weaning, das heißt, sie darf sich gekochtes und auch teilweise rohes Gemüse oder Obst oder auch Nudeln, Dinge, die sie einfach greifen und halten kann, darf sie sich selbst nehmen und essen, ohne Löffel. Brei habe ich, glaube ich, in einem vorigen Video schon gemacht, haben wir gerade so einen Zwischenschritt zwischen Stillen und Brei-Mahlzeit. Das wäre dann dieses Breifläschchen. Das funktioniert sehr gut, vor allem wenn sie Hunger hat, verlangt sie auch danach. Und ja, passt. Das werden wir schon schaffen. Gut, heute Tag 1, nochmal ganz kurz zur Erinnerung für mich und zur Info für euch. Sollte das im weiteren Verlauf gut verlaufen, dann haben wir wenigstens auch ein Video, was beweist, wie ich angefangen habe. Und zwar haben wir heute ganz entspannt gebadet und uns fertig gemacht, wie jeden Abend, auch zuvor. Ab 18 Uhr fangen wir meistens an, beide Kinder bekommen was zu essen. Dann, wenn sie fertig sind, gehen wir gemütlich ins Badezimmer, Zähne putzen, waschen, fertig machen. Unsere ganz normale Abendroutine. Und dann kriegen beide Kinder noch eine Geschichte vorgelesen, beziehungsweise meistens der Große heraus vom Papa und ich mache die Kleine im Elternschlafzimmer und dann legen wir sie hin. Und heute habe ich sie ganz normal hingelegt, habe ihr ein Fläschchen gegeben mit Prämilch und danach habe ich sie noch gestillt. Jetzt werden manche aufschreien und sagen: Oh mein Gott! Wieso stillst du nach der Milch? Erstens, weil es sich für uns als gut erwiesen hat. Das heißt, die Kleine hat keinen Bauchweh, sie hat keine Verdauungsprobleme oder ähnliches. Das ist meiner Meinung nach ein Mythos oder zumindest bei uns nicht wahr. Und zweitens ist es für mich ein sanfteres Abstillen. Und zwar, sie hat dann nicht mehr so viel Hunger. Sie trinkt nicht 20 Minuten exzessiv an der Brust, sondern sie nutzt das eher als Runterkommen und Nuckeln, bis sie entspannt ist. Wir haben keinen Lulli, sie wollte nie einen haben, deswegen finde ich das voll in Ordnung. Und man merkt auch wirklich, dass sie das als Verarbeitung nutzt. Und auch, das ist auch, das denke ich auch, ist auch der Grund, warum sie nachts noch nuckelt. Die Milch wird deutlich weniger. Auch jetzt, nachdem ich das erste Mal nach der Geburt wieder meine Regel bekommen habe, man sagte, ja, das könnte die Konsistenz oder den Geschmack der Milch verändern. Das kann gut möglich sein. Das würde ich jetzt auch nicht verneinen. Und ja. Deswegen denke ich, dass das aktuell die richtige Zeit ist. Und
Ich habe nicht vor, sie schreien zu lassen. Ich möchte das einfach nicht. Auch wenn es genügend Menschen da draußen gibt, die davon überzeugt sind, dass Färbern in Ordnung ist oder dass die Kinder ruhig mal schreien dürfen. Ja und nein. Sie dürfen ruhig mal schreien. Natürlich schreit Hannah auch. Sie hat jetzt auch über eine Stunde gebraucht, um einzuschlafen, weil es nicht mehr so einfach geht wie an der Brust. Aber der Unterschied ist einfach, ich war die ganze Zeit bei ihr, ich habe ihr den Rücken gestreichelt, ich habe die Musik, die sie kennt, angemacht, die sie auch zum Schlafen kennt. Sie durfte auch was trinken, sie durfte auch das Flascherl danach nochmal im Bett benutzen. Ich habe kein Problem damit. Ich möchte sie zwar jetzt nicht über Nacht lassen, bezüglich Karies oder ähnliches, aber ich lasse sie sehr wohl, falls sie sich nochmal umentschieden hat oder falls sie nochmal Durst hat, darf sie sehr wohl noch was trinken. Und dann ist sie entspannt eingeschlafen, mit dem gestreichelten Rücken sozusagen, und ich konnte ganz normal aus dem Zimmer gehen. Na gut, das war mal das Update zum ersten Tag. Ich berichte euch morgen, wie lange sie dann geschlafen hat. Und bis morgen. Tschüss. Guten Morgen. Habe ich mir das gut überlegt? Habe ich mir das überlegt, dass ich... Ich höre sie. Sie kommt schon. Mausi, ich bin eh da. Habe ich mir das gut überlegt, dass ich wissen will, wie oft ich eigentlich in der Nacht aufstehe? Nein, nein, das habe ich mir nicht gut überlegt. Okay. Nacht 1. Wir sind schlafen gegangen um 19 Uhr, beziehungsweise um 18:30 Uhr, aber um 19 Uhr ist sie eingeschlafen. Nein, das stimmt ja gar nicht. Ja. Nicht das von der Futter essen. Nein. Nein. Okay, wir machen das Hundefutter weg. Nochmal. Ich muss mal kurz meine Notizen anschauen, ich bin zu müde, mir das zu merken. Währenddessen versucht sie den Müll auszuräumen. Okay. Nein, muss sie nicht. Sie schaut ihn sich nur an. Wir sind gestern schlafen gegangen. Nach 55 Minuten ist sie eingeschlafen. Ist okay. Für die erste Nacht, neues Bett. Alles gut. Erstes Mal wach, 21:30 Uhr. Das ist nicht sehr lang. Ich habe sie dann am Bauch gestreichelt. Habe noch ein paar Mal so sch gemacht. Und sie ist wirklich wieder eingeschlafen. Ohne mich. Also ohne meinen Busen. Naja. Das zweite Mal wach um 22 Uhr, da hat sie dann eine Flasche getrunken mit 120 Milliliter circa. Okay, passt. Alles gut verlaufen. Ich habe sie gestreichelt, konnte sie wieder ins Bett legen, es gab kein Geschrei. Sie hat einmal kurz gemeckert, so aber das war's. Dann, ja, nach einer Stunde, 23 Uhr, wieder munter. Dann um 3:15 Uhr. Um 4 Uhr, um 5:30 Uhr und dann um 7 Uhr irgendwas. Ich habe da nicht mehr so genau geschaut. Dann habe ich sie nochmal gestillt, dann hat sie nochmal bis um 8 geschlafen. Das ist auch nicht besonders lang. Aber okay, das war Nacht 1. Ihr könnt mir gerne in den Kommentaren unten lassen, was ihr so gemacht habt, als ihr die Kinder ans eigene Bett gewöhnt habt. Oder was ihr gerade dabei seid zu implementieren. Das wäre voll cool. Ich bin so müde. Ich kann gar nicht so viel Koffein trinken. Weil ich sie sonst ja mit der Muttermilch wieder wach halte. Meine Güte. Okay. Ich versuche sie heute untertags auch nicht in der Trage schlafen zu lassen. In den anderen Videos habt ihr gesehen, sie schläft meistens in der Trage. Aber da mein Mann jetzt in Karenz ist und ich ab Montag wieder 25 Stunden arbeite,
mussten wir sie natürlich jetzt auch zeitgleich untertags ins Bett gewöhnen. Und das hat aber viel reibungsloser funktioniert als die Nacht. Und sie schläft jetzt keine 2 Stunden aktuell im Bett, aber so 1 bis 1,5. Und ja. Sie ärgert sich gerade, dass der Miss Kübel nicht so leicht aufgeht. Okay. Na gut. Ich werde versuchen, heute Abend nochmal ein kurzes Video zu drehen. Für euch ist es ja dann schon morgen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Mal was ganz anderes. Nicht viel Schnickschnack. Ich hoffe, es gefällt euch. Sagt mir, was ihr davon haltet. Bis dann. Tschüss.